Ja, moin moin, hier ist wieder euer Dr. Urbix. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu dem ganz aktuellen Thema auf meinem Kanal. Ihr wisst es ja, die Monetarisierung wurde mir entzogen. Ja, das geschah jetzt letzten Montag. Heute ist Freitag. Ich habe also ein paar Nächte darüber geschlafen. Und ja, ihr seht, ich bin jetzt hier gerade hier in der Natur, da wo ich quasi auch hingehöre, ne? Da wo es am schönsten ist, nicht zu Hause, sondern draußen. Ja, ich bin quasi hier vor meiner Haustür. Ja, ich wollte euch einfach mal hier auf dem Laufenden halten, was jetzt in der ganzen Zeit so passiert ist. Man hat sich ja Gedanken drüber gemacht, über die ganze Angelegenheit. Man hat verdammt viel Feedback bekommen. Vielen lieben Dank erstmal an dieser Stelle für diese zahlreichen Nachrichten, die ich bekommen habe auf allen möglichen Plattformen oder auch per E-Mail. Also den Ansturm auf das Video und die Reaktion dazu, das habe ich so tatsächlich nicht erwartet, ne? Also vielen lieben Dank erstmal. Und ja, viele Sachen sind mir auch selber durch den Kopf gegangen. Die ganze Meinung, die ganzen Gründe, woran es liegen könnte, dass der Kanal entmonetarisiert wurde von YouTube, von der KI. Die KI hat zugeschlagen. Falls ihr das vorherige Video nicht gesehen habt, es ist in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ja, viele Meinungen lagen meiner Meinung nach komplett daneben. Manche waren auch richtiger. Also es wird wahrscheinlich daran liegen, die KI wird wahrscheinlich zugeschlagen haben, weil sie der Meinung ist, dass viele Inhalte sich ähneln und das sei kein neuer Content, den ich produziere. Zum Beispiel, als Beispiel ist, was es sein könnte, 10 Videos vom Mammutmarsch. Das ist für die KI eventuell, dass ich immer wieder auf dem gleichen Mammutmarsch war und einfach nur ein neues Video hochlade. Jetzt mal als grobes Beispiel. Vielleicht sind es ähnliche Videobeschreibung, vielleicht liegt es an meinem Intro und Outro, was ja, sag ich mal, recht lang ist im Verhältnis zu vielleicht anderen Kanälen. Und vielleicht hat die KI halt da rumgesponnen, hat dann gesagt, ja, hier, das ist immer wieder der gleiche Content. Normalerweise sind Intros und Outros ausdrücklich erlaubt, aber wenn die KI das nicht als solches erkennt, habe ich natürlich als Creator ein Problem. Ja, und ihr habt es auch am Videotitel wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe mir jetzt anwaltliche Hilfe geholt. Ja, wie ist es dazu gekommen? Ja, ich habe viele Meinungen bekommen, auch von anderen großen YouTubern, die mich angeschrieben haben. Da waren einige dabei, auch kleinere YouTuber, also auch für Leute, die Ahnung hatten. Und öfters kam halt wirklich dann der Punkt, nimm dir einen Anwalt, du bist einen Vertrag eingegangen mit YouTube. Und die sind ja auskunftspflichtig und die können das auch nicht einfach löschen. Das muss verhältnismäßig sein, vor allen Dingen. Und wenn die KI Mist gebaut hat, dann dürfen die nicht einfach die Vertragsbedingungen nicht erfüllen. Ja, das ist der Punkt. Ja, und so habe ich mich dazu entschlossen, dann tatsächlich einen Anwalt um Rat zu fragen. Und ja, es gibt da eine Kanzlei in Deutschland, die ist für sowas sehr bekannt im Bereich der Medien. Ihr werdet sie wahrscheinlich kennen oder ein großer Teil von euch, die Kanzlei WBS aus Köln, rundherum um den Christian Solmecke, den Anwalt. Ja, und diese Kanzlei, die habe ich kontaktiert. Ich sage jetzt mal, das ist die Adresse für Medienrecht in Deutschland. Also, ne, viele von euch werden den Herrn Solmecke wahrscheinlich kennen. Der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, den verlinke ich mal hier unten. Ja, und diese Kanzlei habe ich angeschrieben. Dort habe ich auch ein kurzes Telefonat schon gehabt und jetzt alles in die Wege geleitet. Ja, und zwar geht es darum, die schreiben jetzt tatsächlich YouTube erstmal an. Die sollen offenlegen, warum und wieso die Monetarisierung entzogen wird. Und die sollen das quasi wieder freischalten. Das sind jetzt die nächsten Sachen, die jetzt folgen werden. Wenn das Schreiben abgeschickt wurde, werde ich da auch nochmal drauf eingehen. Und dann hoffe ich, dass eventuell in 2 oder 3 Wochen die Monetarisierung wieder zurück ist. Es sei denn, YouTube bzw. Google ist weiterhin der Meinung, ich habe was Schwerwiegendes, ich habe was Schwerwiegendes getan und ja, das habe ich ja nicht. Also ich kann von mir aus sagen, jedes Video ist echt und wie gesagt, die 2, 3 Videos, die ich da mit fremdem Material als Comedy oder als Recut
gemacht habe, im Verhältnis zu 200 Videos, das ist wirklich nicht viel. Und vor allen Dingen wurde mir ja gesagt, es betreffe meinen gesamten Kanal und nicht irgendwie einzelne drei Videos. Ne? Also irgendwas mit der KI ist da im Argen. Mir wurde auch von der Kanzlei gesagt, dass das verdammt nochmal nichts Neues ist, sondern dass das regelmäßig passiert, dass die KI Sachen unrechtmäßig aussortiert. Sei es komplette Sperrung vom Kanal, was ja zum Glück nicht passiert ist, oder halt nur die Monetarisierung. Aber auch das ist schon schlimm genug. Klar, ich bin nur ein kleiner YouTuber, ich verdiene damit nicht so viel Geld wie die Größeren, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht um diese Willkür, der man ausgesetzt ist. Und man muss das ja auch so sehen, ich wollte mir ja auch noch ein bisschen was aufbauen. Ich wollte ja nicht auf dem Level bleiben. Ich will weiter ausbauen, ich will noch mehr Leute erreichen. Es hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Und klar, man ist auf das Geld nicht angewiesen, aber es ist doch nett, wenn dabei was rumkommt. Und wenn das nun auf einmal fehlt, warum? Warum, wieso soll man sich damit zufrieden geben? Nur weil YouTube meint, am längeren Hebel zu sitzen. Und wir wollen jetzt mal sehen, ob das auch wirklich so ist. Ja, natürlich kostet der ganze Spaß auch Geld. Dadurch, dass der YouTube-Kanal monetarisiert, ist das erstmal ein Grund. Und der zweite Grund ist, er läuft über die Firma, die ich mit meiner Ehefrau, mit der Nina zusammen habe. Darüber ist der Kanal angemeldet und zahlt darüber auch Steuern. Und deswegen ist das ein gewerblicher Fall. Und dafür nimmt die Kanzlei pauschal 850 Euro inklusive Mehrwertsteuer, macht netto also 714 Euro circa, die der ganze Spaß kostet. Ist natürlich viel Geld, aber wir haben eine gewerbliche Rechtsschutzversicherung zum Glück. Und im Normalfall sollten die auch diese Kosten tatsächlich übernehmen, sodass am Ende nur eine Selbstbeteiligung von 150 Euro übrig bleibt, die man zahlen muss. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Und wenn man bedenkt, dass man den Kanal dann vielleicht in 2, 3, 4 Wochen wieder zurück hat und danach theoretisch mehr Geld verdienen kann, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und vor allen Dingen auf den Blick, es hätte ja auch sein können, man weiß es ja nicht, dass ich die Monetarisierung überhaupt nicht wiederbekomme, wenn die KI der Meinung ist, ich würde Sachen kopieren. Ne? Ja, aber das alles ist natürlich kein Garant, dass es auch funktioniert. Sollte YouTube und Google darauf nicht eingehen, dann bleibt einem nur der Klageweg und das ist natürlich mit weitaus höheren Kosten verbunden. Ob ich das dann immer noch machen würde, wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß es nicht. Müsste man mal ausrechnen, was der Spaß wirklich kostet oder ob die Rechtsschutzversicherung da vielleicht sogar auch mitmachen würde noch. Jetzt ist es erstmal ein außergerichtliches Verfahren. Das kostet pauschal für Gewerbetreibende, also Monetarisierende, 850 Euro. Und ja, das ist es mir wert. Und ich hoffe, ihr verfolgt das Thema weiterhin. Wie gesagt, ich bin von der Resonanz echt überwältigt. Also ich habe mir schon gedacht, dass da ein paar Klicks auf das Video kommen, aber dass das so gut abgeht, das hätte ich nicht gedacht. Und denkt dran, in dem Video werdet, und auch diesem hier, werdet ihr wahrscheinlich Werbung sehen. Und das ist ja der Spaß daran. Die Werbung kassiert YouTube dann ganz für sich alleine. Und ich kriege davon keinen Cent. Es ist ja nicht so, dass YouTube kein Geld mehr verdient an mir. Nee, die Werbung wird weitergeschaltet. Nur ich bekomme keinen Cent dafür. Also ihr könnt gerne mal schreiben, habt ihr unter diesem Video Werbung gesehen oder unter dem letzten wurde vor dem Video oder während des Videos Werbung angezeigt? Das würde mich sehr interessieren. Ich gehe davon aus, es ist so. Natürlich, wenn ihr YouTube Premium habt, dann werdet ihr keine Werbung angezeigt bekommen, logischerweise. Aber alle, die kein YouTube Premium haben und die nicht gerade irgendwelche Adblocker aktiv haben und normalerweise immer Werbung sehen, sagt mir mal, ob ihr unter diesem und meinem aktuellen Wandervideo und halt dem letzten Video zu dem Thema Werbung gesehen habt. Das würde mich jetzt gerne mal interessieren, da ja mein Kanal nicht den Monetarisierungsrichtlinien entspricht. Das heißt ja, ich darf eigentlich gar keine Werbung schalten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dann aber YouTube die Werbung schalten darf. Eigenartig, ne? Ich krieg nichts mehr ab und die kassieren die ganze Kohle. Auch nicht schlecht. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank weiterhin für euren Support. Ich habe auch einige PayPal-Spenden bekommen. Es ist gut zu wissen, dass ihr für mich da seid. Es gab auch einige Hate-Kommentare, aber gut, da lache ich drüber. Die wissen gar nicht, worum es eigentlich geht bei dem ganzen, ja, totaler Schwachsinn, diese Leute. Aber egal, die beachte ich gar nicht. Und das waren auch wirklich nur eine ganz kleine Minderheit. Da waren so vier Leute oder so, die da jetzt Blödsinn geschrieben haben. Sollen sie schreiben. Wie gesagt, also vielen lieben Dank erstmal an dieser Stelle. Und ich gucke mal hier ein bisschen weiter.
Ja, nochmal der Hinweis hier vielleicht. Die Kanzlei kümmert sich natürlich um alles im Bereich Social Media, wenn da irgendwelche Kontensperren sind, Instagram, Facebook, TikTok, was auch immer. Falls ihr da auch Probleme habt, schaut einfach mal auf die Seite drauf. Das ist wirklich die Adresse in Deutschland, meiner Meinung nach. Ne? Also es ist nur meine persönliche Meinung. Ich werde auch nicht gesponsert. Ich mache jetzt hier keine Werbung. Das ist jetzt wirklich so mein persönliches Empfinden. Wie gesagt, ich kenne diese Kanzlei, den Herrn Solmecke, auch schon so lange. Verfolge Videos auf deren YouTube-Kanal schon seit vielen Jahren. Und er ist auch immer seit vielen Jahren präsent. Und ich mag ihn einfach. Ne? Klar. Der Herr Solmecke wird sich nicht jetzt um meinen Fall persönlich jetzt kümmern, dafür bin ich einfach zu klein. Aber wie gesagt, da steht ja eine riesengroße Kanzlei hinter mit mehreren Anwälten und weiteren Angestellten, die solche Sachen übernehmen. Die machen jeden Tag nichts anderes, die kennen sich damit aus. Und ich bin überzeugt, dass mir da geholfen wird. Ja, heute ist Freitag. Heute ist das Eröffnungsspiel. Deutschland gegen Schottland. Wenn ihr dieses Video seht, dann wird das schon längst vorbei gewesen sein. Ja, bin mal gespannt, wie die EM jetzt wird. Ja, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan im Bereich des Fußballs, aber ich gucke es mir natürlich auch an. Ich weiß noch nicht, wann dieses Video rauskommt. Ich denke mal Samstagabend, Sonntagmorgen, keine Ahnung. Vielleicht auch Samstagmorgen, also morgen früh, ja, weil das Thema ist ja gerade eigentlich aktuell. Ja, aber was soll ich sagen? Ich hoffe natürlich, dass bald wieder alles so ist, wie es vorher war, und dann starten wir dieses Jahr gemeinschaftlich durch. So, morgen geht es erstmal auf eine schöne Mr. Fade Tour und da gibt es dann auch bald ein Video auf meinem Kanal. Ansonsten schaut auch gerne mein neues Wandervideo an, da erkläre ich, wie ich meinen ersten 100 Kilometer Marsch auf dem Kölnpfad mache, wie ich mich da vorbereitet habe, auch mit meinen lieben YouTube-Kollegen Jörg, Alex und Nadine. Die sind auch in dem Video zu sehen. Schaut mal rein. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich halte euch mit diesem Thema weiterhin auf den Laufenden und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!